Willkommen zurück bei Legend of Dungeon, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe gerade gesehen, dieses Teil hier macht sogar minus 5 Verteidigung. Das ist natürlich uncool, aber ja nur, wenn wir es in der Hand halten. Deswegen, wenn die Gegner rankommen, switche ich natürlich immer. Und wenn ihr mal die Augen aufmacht, seht ihr links, dass ich mich umbenannt habe. Oh, da hinten ist wieder so ein kranker Zauberer. Scheiße, da kommen mega viele Fledermäuse raus. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal kurz hier so stehen, damit ich gleich über die Lava notfalls rüber kann. Warum treffe ich den jetzt nicht? Jetzt ist er da hinten. Oh, da beschwört er die Fledermäuse. Moment. Okay, jetzt einfach kloppen. Oh, scheiß die Wand an. Oh Gott, danach muss ich auf jeden Fall ein paar Äpfel fressen. So, doch nochmal ein bisschen Damage bekommen. Das war ziemlich heftig. Ich hatte einfach Schiss, dass der uns in die Lava drängt. Der lebt ja immer noch. Oder ist es noch einer? Ist das etwa noch einer? Ich glaube, es geht los. Oh oh. Oh oh. Nee, okay, jetzt ist er tot. Boah, ey. Geh mir nicht auf den Sack. So, jetzt ist das Feuer hier aktiviert. Scheiße. Na gut, dann nutzen wir die Gelegenheit mal, um eben ein paar Äpfel uns reinzuballern. So, 120. Ich will ein bisschen was überhaben, damit ich die Wirkung der Tränke noch sehen kann. Und hier haben wir wieder noch so eine Maske, die uns irgendwie gar nichts bringt. Na gut, dann bleiben wir bei unserem schönen Zauber. Da wissen wir wenigstens, was wir haben. Und ich habe wieder was gefunden. Ich glaube, es ist ein Aquatrank. Und der Aquatrank, der hat ja die Stärke wieder erhöht. Ne, der Grüne. Der Grüne hat geheilt, glaube ich. Deswegen behalten wir den nochmal. Warte mal, ich werfe das mal eben weg. So, damit das dann hier hinten beim Schwert ist. Ist angenehmer zu tauschen, if you know what I mean. Okay, wir gehen direkt hier rein. Schauen uns mal hier ein bisschen um. Ich sehe da hinten schon mal zwei Schlangen. Die dürften kein Problem für unsere Totenköpfe sein, wenn sie dann mal treffen. Vielen Dank. Dafür haben sie da hinten den Geist zerstört. Ja, so muss es sein. Wow. Auch mal selbstständig hier die Gegner angreifen. Das gefällt mir. So kann ich arbeiten. So werdet ihr Mitarbeiter der Woche, meine lieben Freunde. Und jetzt habe ich den Aqua Potion aber bekommen. Der Aqua Potion macht ja die Stärke höher. Deswegen behalten wir den erstmal. Denn für 10 Stärke muss ich das jetzt nicht unbedingt machen. Warten wir noch mal ein paar Level-Ups ab, bis wir merken, oh, was soll das? Hier kam ich her. Okay, dann war es das schon wieder mit den Wegen, oder wie? Ich weiß nicht, war ja am Anfang... Oh, ein Apfel. Ich brauche einen Apfel. War am Anfang noch eine Tür? Ja, hier war noch eine. Zum Glück sind wir zurückgegangen. Und jetzt sind wir hier, na toll. Das hat mir jetzt irgendwie nicht so viel gebracht, nee. Ja, dann gehen wir direkt nach Level 4. Okay, kenne ich nichts. Jetzt kommt der Slime hier auf einmal her. Wo ist denn der jetzt wieder hergekommen? Naja, gut, immerhin ein bisschen Erfahrungspunkte abgegriffen. Und wir haben bald wieder ein Level Up, Leute. So, hier hinten war doch der Gang nach unten, oder? Ja, genau. Hat sich mein Gedächtnis nicht getäuscht. So, jetzt haben wir hier schon ein bisschen stärkere Gegner. Wow. Macht ihn kaputt, geht doch. Ich weiß nicht, ob der einmal daneben geschossen hat oder so, warum der nicht direkt gestorben ist. Das war ja schon ein bisschen frech. Na komm, Slime. Was ist los mit dir? So, irgendwann müssen wir alle mal sterben. Du halt ein bisschen früher als ich. Das ist halt, ja, das ist halt die soziale Gerechtigkeit bei Legend of Dungeon. So, was haben wir jetzt wieder für einen Trank? Noch einen Aqua Potion, dann hauen wir uns doch einen rein. So, erhöht unsere Stärke. Wir haben ja noch einen Reserve, also müssen wir uns da gar keine Gedanken machen. Oder wie seht ihr das? Zusätzliche 15 Stärke, die kann man doch mal mitnehmen. Ja, die halten jetzt aber doch schon ein bisschen was aus. Also, eine schöne Nahkampfwaffe wäre mal was ganz Nettes, weil dann habe ich immerhin noch die Möglichkeit, die Gegner im Nahkampf zu attackieren. Oh, das ist ein geiler Raum hier. Krass, was es hier alles gibt. Unglaublich. Eieiei. Oh, die Viecher sind immer noch am Rumfliegen. Ja, wenn jetzt wieder ein Gegner respawned wäre, dann hätte der gleich richtig auf die Fresse bekommen. Oh, das ist ein Dungeon Lord Skelett. Oder wie auch immer man das nennen will. Wow, feuerfrei. Danke. Hat aber ganz schön gedauert. So, das Skelett platt machen.
So, Raver-Skelett da oben, komm mal runtergejumpt. Ja, so muss es sein, mein lieber Scholli. So, die Statue erweckt nicht zum Leben. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Oh, da ist eine Schlange gewesen, aber da kamen wir ja eh runter. Deswegen nochmal hier hinten nachgeschaut, was hier so los ist. Da oben ist ein Zombie. The Garbage Man. Na, komm runter. Ah, der Gnom. Der Gnom, der guckt mich schon wieder so an, so nach dem Motto. Ich klau dir was. Arr, ich beiß dich. Und, oh, eine Schlange. Nein. Das war unfair. So, oh, jetzt öffnen sich hier wieder gleich die Wände oder was? So viele Druckplatten, das ist ja nicht normal. Warten wir einfach mal ab. Nö, scheinbar nicht. Ist nur für die Wand da hinten zuständig. Ja, manchmal braucht man da halt ein bisschen mehr Schalter für. Oh, hier ist wieder so ein mega dunkler Raum. Obwohl mit den roten Glücksbärchis hier, die wir abfeuern können, geht das natürlich auch. Sehr schön. Also die Waffe gefällt mir. Die sorgt halt noch für Licht und für romantische Stimmung. Ah. Die Statue, yo, die erweckt zum Leben. War mir klar. Na komm. Tot ist sie. So, ein bisschen Erfahrungspunkte immerhin noch abgegriffen. Und hier gibt es noch einen weiteren Weg. Den schauen wir uns dann auch nochmal an. Und, ah, seht ihr wohl, jetzt macht es auch Sinn, dass hier nochmal ein Raum war, wo einfach gar nichts war. Hier war auch noch eine Druckplatte. Frag mich nicht, wofür die wieder ist. Es leuchtet hier ein Licht auf. Ah, nur eins. Will mir das Spiel damit sagen, dass hier noch eine weitere Druckplatte ist? Man weiß es nicht, aber hier kommt gleich ein Gegner raus. Jo, ein Slime. Auf ihn mit Gebrüll, meine lieben Lakaien. So, wir gehen einfach raus. Dann geht's hier ins nächste Level. Level 5, wenn ich richtig gezählt habe. Na, ja, Level 5. Also, bis 5 kann ich noch zählen. Ich bin erleichtert. Und da ist wieder der Plants vs. Zombie. Zombie. Zombie, Zombie, Zombie-Hut. Wow. Na, komm schon. Nein, der hat mir was gestohlen. Eieieiei. Naja gut, oh, da sind die Druckplatten wieder direkt angegangen und da kommen die Raver-Skelette. Meine Güte, die wollen eine Party feiern und ich bin scheinbar eingeladen. Als Hauptact, den man mal eben so platt machen kann. Wow. Moment, kann das bitte nochmal runterfahren? Da ist nämlich noch ganz schön viel Gold, glaube ich, drin gewesen. Jo, sehr gut. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und dann den Typen da töten. So, da oben ist wieder die Pflanze von Plants vs. Oh, da ging es auch noch hoch. Aber wir töten erstmal die Gegner. Was man hat, hat man. Ihr wisst ja Bescheid. So, den ersten haben wir. Die ganzen Schüsse kommen hier hinter mir hergeflogen. Lass mich doch in Ruhe. Oh, jetzt kommt auch noch ein Zombie. Wo sind wir denn hier? Wer wünscht dir was? Guck mal, da kommen wir eh momentan gar nicht hoch, oder? Keine Ahnung, was da los ist. Ich muss auf jeden Fall mal eben das Schwert nehmen, um das Ding hier kaputt zu schlagen. Level up. Sehr gut, so muss es sein. Geht weg. Kann ich nicht kaputt machen. Ja, heißt das, hier ist noch irgendwo eine weitere Druckplatte? Oder heißt das einfach nur, dass das Spiel mich ärgern will? Ich weiß nicht. Das hier ist doch wieder nur, um das Tor hier zu schließen wahrscheinlich, oder? Ah, nee. Wow, wow. Sauber, das hat geklappt. Und da hinten ist jetzt auch hochgegangen. Schnell laufen, dass wir den Trank hier noch erwischen. Komm schon, hoch mit dir. Ja. Und es ist ein brauner Potion. Der braune war doch böse, ne? War doch so. Weg, weg damit. Pink war gut. Grün und Aqua. Pink, Grün, Aqua. Pink, Grün, Aqua. Pink, Grün, Aqua. Boah, ey. Boah! Kommt die da einfach rausgeschlendert, ey. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Sind wir schon so weit, dass die echt aus der Wand rauskommen teilweise? Ja, okay, die auch. Okay, wenn man einmal weiß, dass sie das machen können, dann hat man es immerhin auf dem Schirm. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Zwei Schaden, zwei Verteidigung. Na, nee, da würden wir natürlich eine geile Frisur bekommen, aber scheiß doch der Hund drauf. Wir behalten erstmal unsere Mütze, die immerhin Verteidigung macht, auch wenn wir da ein bisschen
Schadensmalus durchbekommen, ist aber nicht so schlimm. Der Pinke. Der Pinke hat mich doch geheilt, oder nicht? Ne, der Pinke hat Verteidigung gemacht, genau. Deswegen nehmen wir den. So, sehr gut. Bisschen Verteidigung bekommen. Damit haben wir ja eigentlich auch so alle coolen Tränke schon gehabt. Ja gut, es gibt noch einen weiteren Heiltrank. Den müsste man auch nochmal dann herausfinden. Will die nicht? Okay, ich habe jetzt feste damit gerechnet, dass die Statue da auch gleich wieder aufersteht. Oder zum Leben erwacht. Oh, eine Geheimtür. Kommt man hier sonst nicht hin? Da bin ich mal gespannt. Doch, wahrscheinlich schon, oder? Das wäre sonst zu krass wahrscheinlich. So, die Pflanze ist schon mal kaputt. Oh, Puddemacht. Oh, arme Pflanze. Tut mir mal überhaupt nicht leid. So, jetzt geht wahrscheinlich dieser Geheimgang hier auf. Jo. Und jetzt geht er wahrscheinlich wieder zu. Oder tut sich da noch was? Zu dem Engel muss ich nicht hoch. Das ist wahrscheinlich eh nur ein Gegner. Okay, hier passiert nichts mehr. Und wir landen hier. Genau, das ist doch wieder der gleiche Raum hier, oder? Ja, ich meine, hier waren wir schon mal. Stirb, du blöde Hand. Gut, also hat das hier nichts gebracht mit dem Geheimgang. Also nicht so wirklich zumindest. Und dann können wir da vorne nochmal rein. Schauen wir, was hier nochmal so abgeht. Auch eine Zombie-Party. Also die Zombies, die scheinen wirklich gerne zu feiern. Gerne und viel. Und zwar so viel, dass die alle so ein Verkehrshütchen auf dem Kopf haben. So, der Skelettkrieger hier. Boah, zwei von meinen Zaubersprüchen fliegen an ihm vorbei, ey. Ihr habt auch kein Zielwasser getrunken, Jungs. Da lag eine Waffe, oder? Ja. Endlich eine neue Nahkampfwaffe. Das Schwert war ja doch inzwischen doch ein bisschen schwach, oder? Und zwei Masken haben die Skelette da fallen lassen. Da hinten ist natürlich noch ein Trank drin. Und dann lass uns mal schauen, ob wir irgendwas haben, was etwas bringt. Ja, das bringt auf jeden Fall schon mal mehr als das andere Schwert. Der Lime Green. Soll ich mir den auch nochmal reinziehen? Mal gucken. Hä? Ich weiß nicht genau, was das gebracht hat. Level up auf jeden Fall nicht. Aber schien ein positiver Effekt zu sein. Bin ich schneller? Nö, auch nicht, oder? Hm. So, ich hau das hier nochmal eben. Den Schalter hier. Mal schauen, was dann passiert. Hier haben wir noch einen weiteren Hut. Der ist allerdings schlechter als unser. Deswegen weg damit. Der ist auch schlechter als unserer. Und die Waffe ist auch schlechter als die, die wir jetzt neu dazu bekommen haben. Das Eternal Old Sword. Sword, okay. Gut. Oh, da habe ich den Geheimgang wieder aufgemacht. Meine Güte, sind wir cool. Aqua und einen Heiltrank haben wir auch noch. Sehr gut, das kann sich sehen lassen. Moment, zack, einmal das Schwert in die Hand und noch ein paar Äpfel. Also Äpfel will ich auch nicht unterschätzen. Hier sind wir hergekommen. Deswegen gehen wir wieder zurück. Ich glaube, wir haben das Level jetzt schon fertig, oder? Ich weiß nicht, ob hier, wo wir jetzt sind, noch ganz rechts etwas war. Lasst mich mal schauen. Nee, nur die beiden Orte, wo die Statuen waren. Alles klar, Level 6. Warum eigentlich nicht? Nehmen wir alles mit. Kommen eigentlich gut voran. Ich hau mal ein paar Flieger los. Da hinten scheint mir noch was zu sein. Zumindest eine Statue. Ja, war klar. Au. Jetzt steht die wieder. Das ist ja ein raffiniertes Mistvieh, ey. Stellt ihr sich einfach wieder hin, so, ey, ich bin doch nur eine Statue. Was greifst du mich denn an? Was habe ich dir denn getan? Boah, Skeletthorde. Oh, in so einem dunklen Raum ist es aber assi, ey. Die sieht man ja gar nicht. Ist da noch einer? Boah, da ist noch einer. Hau ihn kaputt. Hat mich, glaube ich, nicht getroffen. Es gab einen Trank. Frag mich gerade mal nicht, welchen. Den goldenen. Nein, der war schlecht. Hä? Welchen habe ich denn jetzt weggeworfen? Ach, wir haben zwei von den goldenen. Die waren aber schlecht. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Die hatten wir schon mal. Jetzt habe ich die wieder eingesammelt. So, da liegen sie gut. Jetzt habe ich die Maske auch wieder eingesammelt. Ey. Grants, du bist unfähig. Meine Fresse. So, hier wird es schon direkt runtergehen.
So eilig habe ich es dann aber doch noch nicht. Ein bisschen schaue ich mich hier schon noch um. Den Geister zum Beispiel, den schicke ich mal eben meine Hand entgegen und... Na komm. Meine Hand entgegen, ja, meine Zauber entgegen, meinte ich ja eigentlich. Ich habe nur Hand gesagt, weil da so eine scheiß Hand wieder rumgelungert ist. So, was haben wir jetzt gefunden? Was war es für ein Trank? Der rote, habe ich noch nicht getestet. Müssen wir noch machen. Okay, wir kotzen, das heißt, der ist schon mal schlecht. Kotzen ist nämlich nicht so gut, müsst ihr wissen. Was ist jetzt passiert? Ach, da ist ein Slime. Der sammelt die ganzen Sachen wieder ein. So ein alter Geier. Na komm, mach ihn platt. Sehr gut, das gibt richtig schön viel Gold. So muss es sein. Und dann würde ich sagen, wir machen den Ork da hinten nochmal kaputt. Also ich sage immer Ork zu denen. Ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie ein Ork. Hier gibt es noch weitere Münzen für uns und beim nächsten Mal werden wir uns dann um diesen Schalter hier kümmern. Mal schauen, was uns dort dann noch so erwartet und wie weit wir diesmal kommen. Hier bei Let's Play Legend of Dungeon. Bis morgen, ciao. Herzlich willkommen zurück bei Legend of Dungeon. Wir spielen hier mal wieder an irgendwelchen Schaltern rum, einfach nur um zu sehen, was passiert. Wird hier wieder eine Horde kommen? Scheint mir nicht so. Wir lassen die Lichter mal ein bisschen an. Ach, dann gehen die Flammen da auch an. Das ist uncool. Denn da müssen wir ja lang. Das Schwert macht mich aber mega langsam. Na gut. Es ist halt ein altes Schwert. Ja, und alte Leute sind ja auch nicht mehr die schnellsten. Deswegen ist das alte Schwert... Oh, noch ein gegnerischer Magier. Oh, Magier gegen Magier. Wer ist der geilere Kerl von uns beiden? Zack. Was zur Hölle? Na, was zur Hölle? Ein Evil Warlock. Alter Falter. Ja, scheiß die Wand an, ey. Ja, guck mal, jetzt kann ich ja... okay, den Part hier packe ich auf jeden Fall an den anderen ran. Weil der ist jetzt schon wieder nur eine Minute lang. Und sonst sagt ihr wieder, ey, Grants ist ein Arschloch. So wie beim letzten Mal. Wir sind nur bis Level 6 gekommen. Oh, wir hatten so schöne Sachen. Das ist so unfair. Aber wir haben jetzt einen Namen. Wir heißen jetzt Grants. Das ist auch schon mal was. Oh, ich hoffe, diese kleine Gaming-Session hier hat dir trotzdem ein bisschen gefallen. Alter, der war krass. Der war echt krass, Leute. Also mit dem sollte man sich vielleicht erstmal lieber nicht anlegen. Der hat mir bestimmt 50 Schaden pro Stoß reingedrückt. Kranke Scheiße. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Und diesmal mache ich wirklich Schluss. Ne, weil wir sind tot. Mal schauen, welcher Online-Highscore sind wir? Oh Mann, so schlecht, das wird gar nicht mehr gezählt. Okay, Leute, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.